Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, I'm back to vlogging and I'm back in Vienna. Ich bin jetzt seit Dienstagabend wieder zurück in Wien. Bin so traurig, dass ich Griechenland verlassen musste. Aber ja, so lange bin ich jetzt auch gar nicht hier. Ich bin nur noch bis Sonntagmorgen hier, weil dann geht schon ab nach Hause, nach Deutschland. Ich freue mich sehr. Ich war echt seit Ostern nicht mehr zu Hause und habe meine Familie seitdem um meinem Geburtstag echt nicht mehr gesehen. Das ist jetzt echt schon längere Zeit wieder. Deswegen freue ich mich sehr. Ich habe einiges zu tun. Ich muss mich jetzt beeilen. So viel reden kann ich gar nicht, weil ich einen Friseurtermin um 10 Uhr habe. Und wir haben 9:45 Uhr. Ich wollte jetzt eben schon mit dem Fahrrad hinradeln und ja, dann komme ich wieder und dann werde ich wahrscheinlich heute anfangen zu packen, weil ich mir den ganzen Stress nicht morgen machen will. Deswegen nehme ich euch heute und morgen ein bisschen mit. Ich kann euch mal kurz mein Outfit zeigen. Etwas ganz Lässiges heute. Das Oberteil des Tops von Bernie Melville. Und die Hose ist von H&M. Ich habe noch nie so viele Fragen zu einem Kleidungsstück bekommen wie zu dieser Hose. Wirklich, das ist der Hammer. Sei es auf TikTok, auf Instagram, wirklich jeder fragt mich, wo ich diese Hose her habe. Und die ist einfach von H&M. Ich kann mal schauen, ob ich euch die verlinken kann. Ich sehe nämlich gerade, dass ich die selber nochmal neu bestellen muss, weil... Okay, man sieht es nicht. Aber hier sind einfach so zwei Löcher. Hier. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ich trage die Hose halt gefühlt auch jeden Tag. Ich habe die auch im Urlaub so oft getragen und ich liebe sie einfach. Deswegen muss ich sie neu bestellen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es die nicht mehr geben wird in der Farbe. Ich schau mal, aber ich kann auf jeden Fall euch die Artikelnummer hier hinschreiben und euch die verlinken, falls ich sie finde. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin wieder zurück vom Friseur. Ich habe bis jetzt nur auf der Couch gechillt und durch TikTok gescrollt für eine Stunde. Und ich dachte mir, okay, es wird jetzt Zeit, die Koffer zu packen. Deswegen habe ich meine Koffer geholt und oh mein Gott, I'm getting so excited, wenn ich diesen Koffer sehe. Ja, ich werde jetzt anfangen zu packen, meine Anziehsachen und ja, oh Leute, ich habe so viele. Das sind keine Pickel. Wisst ihr, was das ist? Das sind irgendwelche Stiche von irgendwelchen Tieren, weil ich die letzte Nacht in Griechenland draußen geschlafen habe und meine Decke halt nur so bis hierhin ging. Und ja, ich jetzt 1000 Stiche von irgendwelchen Tieren in meinem Gesicht habe. Das sind keine Mückenstiche, weil die nicht jucken und normalerweise kriege ich keine Mückenstiche. Also ich kriege wirklich, in meinem ganzen Leben hatte ich vielleicht erst 7 Mückenstiche, die wirklich gejuckt haben. Deswegen sind es keine Mückenstiche, aber ich weiß nicht, was es sonst ist. Mein ganzes Gesicht ist voll damit. Es sieht so schlimm aus. Ja. Ich jetzt mal kurz auf mein Bett legen. Boah, der ist so riesig. Und ich, ja, werde jetzt anfangen, denke ich mal, so meine Anziehsachen zu packen. Und ich denke die ganze Zeit so, ja, irgendwas Wichtiges, was du mitnehmen musst, so. Aber, keine Ahnung, halt so mein Ausweis und Dokumente und sowas alles, aber... Ansonsten will ich den Koffer auch auf jeden Fall nicht so voll packen, weil ich ja auch da shoppen gehen möchte und Sachen kaufen möchte. Deswegen packe ich den Koffer jetzt gar nicht so viel ein und dann wirklich nur das mit, wo ich denke, okay, das werde ich auf jeden Fall anziehen. Ja, bin gespannt. Und dann habe ich auch noch Handgepäckkoffer. Passt ja auch noch was rein. Ja, let's go. Ich mache jetzt ein bisschen Musik an. Ich weiß nicht, wo meine Box ist. Thank you.
current situation. You guys, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das alles einpacken soll. Oh mein Gott. Und da fehlen noch Schuhe, Jacken, meine Geschenke und keine Ahnung, voll viel anderes noch. Aber ich glaube, wenn man das so zusammenrollt, die Kleider und so, dann wird das alles schon passen. Ich muss jetzt nochmal durchgehen, ob ich das wirklich alles mitnehme, was hier liegt. Aber ich bin halt auch einen Monat da und ich will ja auch Content produzieren. Und muss man ja auch immer ganz viele Outfits einpacken. Schmuck fehlt auch noch und Duschgel und sowas alles. Aber ja, das mache ich jetzt alles so langsam. Ja, wollte euch nur kurz mal zeigen, wie es gerade aussieht. Oh Mann, ey. Ich bin jetzt fertig mit Packen. Nein, ich nicht. Ich bin kaputt. Ich habe jetzt eine Hälfte gemacht und habe ein paar Sachen noch aussortiert. Und ich glaube, das wird dann aber auch ganz gut. Ich hoffe natürlich auch, dass ich kein Übergepäck habe. Und ich überlege, ob ich sonst zu Hause... Ich glaube, damals, als ich wiedergekommen bin aus Amerika, hatte ich diese... Kennt ihr diese Plastikbags, wo man so die einzelnen Sachen reintut und dann im Staubsauger und dann holt das so die Luft raus. Ich glaube, ich habe die zu Hause gelassen. Ich habe die nicht mit nach Wien genommen. Deswegen schaue ich, ob ich das vielleicht zu Hause mache. Je nachdem. Ich hoffe halt wirklich, wie gesagt, dass ich kein Übergewicht habe. Übergepäck. Und ja, jetzt muss ich mich erstmal ausruhen. Das Gefühl, ich muss einen Nap halten, weil ich so müde bin. Deswegen, vielleicht werde ich jetzt nappen. Ich sehe so braun aus. Ich bin auch richtig braun geworden. Love that. Ja, ansonsten, ich bin erst heute Abend verabredet. Deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr so viel. Muss man auf meine To-Do-Liste gucken. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die ich zum Teil auch schon abhaken kann. Ich habe die Wäsche gemacht, obwohl einmal muss ich noch Wäsche waschen. Ich war beim Friseur, ich war bei der Bank. Habe ich hier noch stehen? Wäsche, Ikea, aber Ikea gehe ich nicht. Packen, Gym, YouTube-Video, Kooperation, Geschenke für Amerika. Oh ja, die muss ich auch noch einkaufen. Wir haben jetzt 12:30. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt den ganzen Tag noch machen soll. Deswegen melde ich mich später bei euch. Heute ist irgendwie so ein merkwürdiger Tag. Keine Ahnung, das Wetter ist auch richtig komisch. Ich habe geschlafen, gekocht. Jetzt ist mir gerade so langweilig, dass ich jetzt anfange, mein YouTube-Video schon zu schneiden. Keine Ahnung. Komischer Tag. Wenn das Wetter komisch ist, dann finde ich, bin ich auch immer komisch. Das wird jetzt keinen Sinn mehr geben, aber ja. Ich versuche herauszufinden, welche Musik gerade. Ich wurde nämlich gecopy-claimed ein paar Mal und es nervt mich extrem, weil es ja schon bei 4 Videos oder so passiert ist und ja, das nervt, weil I'm gonna make any money out of these videos, wenn die gecopy-claimed sind und es nervt mich gerade und ich habe bis jetzt eigentlich Musik immer nur darunter geladen, wo auch gesagt wurde, dass man das runterladen kann und I don't get it, so ja, das mache ich jetzt gerade. Bisschen langweilig heute. Sorry, ich dachte auch, mein Tag wird anders, obwohl ich eigentlich, I don't know, nicht viel geplant hatte. Oh, ich treffe mich auch erst um 8 Uhr oder so mit meiner Freundin, weil die bis 8 Uhr arbeitet, die Luisa. Deswegen, I don't know. Wir haben jetzt 4 Uhr erst. Ich hatte letztens unter meinem letzten Video gesehen, dass sich jemand ein Get Ready With Me gewünscht hat. Und das habe ich ja noch nie gedreht. Dachte ich mir, warum include ich das nicht hier mit rein? Es tut mir... ich mache das Fenster zu. Was ich sagen wollte, und zwar tut es mir leid, dass ich manchmal Dinglisch rede oder englische Wörter sage. Ich weiß, manche mögen das gar nicht. Manchen fällt es vielleicht auch nicht auf. Aber es ist gerade so extrem, weil ich halt die letzten 2 Wochen nur Englisch geredet habe die ganze Zeit und auch in dem Hotel natürlich alle nur Englisch geredet haben und deswegen bin ich gerade noch so in diesem Englisch-Flow mehr drin, als ich sonst schon immer drin bin. Ich mache das nicht extra, um irgendwie cool zu sein oder so, aber manche Wörter fallen mir einfach einfacher in Englisch ein. Deswegen tut es mir leid. Aber ich freue mich so sehr, wieder nach Amerika zu gehen und wieder Englisch zu reden, einen ganzen Monat lang. Ich kann es nicht abwarten, wieder mit allen Leuten Englisch zu reden und um mich herum nur Englisch zu hören. Ich liebe es, wirklich, ich liebe es. Okay, natürlich habe ich schon angefangen, mich zu schminken, weil mir das erst danach eingefallen ist. Aber ich kann ja mal kurz zeigen, welche Produkte ich so benutze. Normalerweise, ich gehe jetzt essen am Freitag und jetzt schminke ich mich halt schon ein bisschen mehr. Normalerweise benutze ich diese Foundation, wenn ich rausgehe. Also ich benutze nur Foundation, wenn ich feiern gehe oder wenn ich irgendwie ein bisschen mehr Schminke drauf machen will oder irgendwie mein Gesicht halt einfach schön aussieht. Das ist
Die habe ich schon seit LA und die ist auch bald leer und ich will mir unbedingt diese Charlotte Tilbury Flawless Filter, Hollywood, wie auch immer der heißt, vielleicht wissen einige von euch. Ich will mir die unbedingt jetzt kaufen und ich glaube, ich kaufe mir sie in LA, weil die habe ich echt schon ein, zwei Jahre. Aber dadurch, dass ich jetzt so gebräunt bin und eigentlich bis auf meine 1000 Mückenstiche oder irgendwelche Stiche zufrieden mit meiner Haut, mache ich das auf jeden Fall jetzt nicht drauf. Ich weiß auch gar nicht, ob das meine Hautfarbe ist. Dann benutze ich ein bisschen Concealer, habe ich jetzt auf meine roten Punkte gemacht. Ansonsten auch unter meinen Augen, aber dadurch, dass ich einfach so gebräunt bin jetzt momentan, dann benutze ich den von Catrice, den liebe ich sehr. Und jetzt machen wir weiter. Dann ist mir nämlich eingefallen, dass ich jetzt Buch weiterdrehen kann. Dass ich das jetzt filme. Und zwar benutze ich dann Bronzer. Und zwar kommt drauf an, auf meinen Augen benutze ich immer den Bronzer von Benefit. Und habe ich auch schon gemacht. Aber ich gehe dann einfach mit so einem normalen Pinsel und ja, einfach so base. So, dann ist es halt so ein bisschen. Habe ich schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. Dann ist es so ein bisschen braun. Je nachdem, was ich mache, was ich anziehe, auch benutze ich entweder meine Naked Palette, die ich habe, die hier. Oder ich habe noch eine von Huda Beauty. Aber die hat halt... Oh, wow. Okay. Gut, ist die mal runtergefallen? Oh no. Well, die hat eigentlich solche Farben. Ja, so rot und so, schon ein bisschen auffälliger. Sie benutze ich sehr selten. Ich glaube es gar nicht, dass sie kaputt ist. Naja, okay. Ja, und dann kommt drauf an, weil wenn ich Bronzer mache, kommt immer drauf an, wie ich Bock habe. Entweder benutze ich den oder ich benutze den von Chanel. Das ist mehr so ein Cream-Bronzer. Ich glaube, den mache ich heute drauf. Den habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und zu Weihnachten bekommen. Da benutze ich den Schwamm. Gehe dann da einfach so rein und ja, mache das so, dass es so nach oben geht. Ich bin kein Pro in Make-up oder in irgendwas. Ich habe seit Jahren fast die gleichen Produkte. Ich kenne mich mit Schminke überhaupt nicht aus. Ich bin so jemand, ich sehe es nicht ein, Geld auszugeben, um irgendwelche neuen Sachen auszuprobieren. Ich bleibe bei meinen Sachen und ja, ein paar Sachen habe ich jetzt neu zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt bekommen. Aber sonst benutze ich immer das Gleiche. Ich sehe jedes Mal gleich aus, wenn ich rausgehe. Außer vielleicht mal einen anderen Lidschatten. Aber gut. Hinzu kommt auch, dass ich nicht einen richtigen Schminkspiegel habe oder so ein Licht und so. Das heißt, ich schmink mich immer so irgendwie im Dunkeln, im Hellen, mit Licht von der Seite. Aber gut. Was benutze ich als nächstes? Benutze ich manchmal meine Augenbrauen so. Meine Augenbrauen sind von Natur aus so. Ich habe da noch nie was dran gemacht, weil die einfach von Natur aus sehr dunkel und in diesem Shape sind. Also ich bürste die eigentlich immer nur so ein bisschen durch. Aber ich habe die noch nie nachgemalt. Ich habe als Kind immer Komplimente bekommen. Deine Augenbrauen sehen aus wie gemalt, hat die immer gesagt. Ja, deswegen, da mache ich nichts, außer dass ich die so ein bisschen zupfe in der Mitte, aber auch hinten und so, ich zupfe nichts. Die sind wirklich von Natur aus so. Dann kommt mein Lieblingspart und zwar Blush. Ich habe einen Blush, so einen Puderblush von Catrice. Kommt drauf an, aber ach, you guys, der ist es. Ich liebe diesen Cream Stick. Ich habe den jetzt schon zweimal weiter geschenkt. Oder einmal oder zweimal habe ich ihn geschenkt. Naja, ich weiß es nicht. Ich habe ihn einmal weiter geschenkt. Einmal habe ich ihn weiter vermittelt an die Luisa. Die hat sich den nachgekauft. Und ich selber habe ihn dann zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also ich habe ihn, bevor ich ihn überhaupt selber hatte, erstmal an meine Freundin in Deutschland, die Johanna, geschenkt. Und jetzt habe ich ihn mir dann auch selber. Und da klatsche ich eigentlich immer recht viel drauf. Und verblend das dann. Und ich finde, dass der nach der Zeit eh voll weg, also nicht voll weggeht, aber am Anfang sieht das immer so voll viel aus. Und ich finde, dann geht das aber nach der Zeit. Aber ich mag das, wenn es so sun-kissed aussieht. Sorry, ich gucke die ganze Zeit oben in das Bild, weil ich mich selber da sehe. Manchmal mache ich es noch unten am Kinn. Und je nachdem, ob ich Lust habe oder nicht, benutze ich Highlighter. Den Highlighter habe ich seit meinem 18. Geburtstag. Ja, das sagt was zu Make-up bei mir. Ich habe diesen seitdem ich 18 bin einfach. Und ja, so sieht er aus. Der ist dann irgendwie zwei Wochen später runtergefallen und seitdem sieht er so aus. Aber Leute, da ist ja trotzdem noch was dran. Ich habe den auch noch ein bisschen dunkler jetzt irgendwie von einem halben Jahr mal gekauft, aber ich benutze nach wie vor immer noch den. Dann nehme ich meine Hand
Spitze und mache das so ein bisschen in meinem Auge. Und damit nutze ich so einen kleinen weißen Booster. Mach so ein bisschen auf meine Nasenspitze und manchmal auf meine Lippen hier unten, also so auf die Spitze. Und dann benutze ich den. Und ja. Keine Ahnung, ich bin auch innerhalb von 10 Minuten gefühlt mit dem Schminken fertig, wo andere Leute irgendwie 2 Stunden für brauchen. Aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich mach das auch alles so schnell und ja. Ja, achso, manchmal vergesse ich gerade noch, mache ich so einen Puder. Also eigentlich habe ich überhaupt keinen Puder, ich benutze keinen Puder. Das ist nur so ein Fixing Compact Powder. Das mache ich manchmal drauf, wenn ich nicht will, dass der Concealer verschmiert oder so. Aber sonst benutze ich kein Puder, weil ich auch nicht glänze oder irgendwie. Ich habe eigentlich eine recht gute Haut. Dann mache ich immer noch einmal Lippenpflege. Jetzt muss ich noch meine Wimpern tuschen. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Es ist eigentlich gar nicht so warm, es sind 23 Grad, aber ich denke die ganze Zeit, es ist Sommer, also ich will einen Rock anziehen. Oberteil weiß ich, aber ich weiß nicht, ob ich einen Rock oder eine Hose anziehen soll. Und dann benutze ich die von Catrice, die kennen, ist auch so voll die gute. Aber die müsste ich mir jetzt langsam mal neu kaufen, weil die jetzt schon bald leer ist. Und dann, je nachdem welchen Lippenstift, ich mag eigentlich keinen Lippenstift, sondern immer so Lipgloss oder so, dann benutze ich den, entweder den von Essence, die finde ich so gut, den in ganz weiß, oder das ist so ein Lip Plumper oder Volumen Gloss. Die finde ich richtig gut, wirklich, wenn es einen Lipgloss gibt, der nur weiß ist und, also ich finde die wirklich am allerbesten, die sind so billig. Oder jetzt, glaube ich, heute, den habe ich endlich wiedergefunden, der war irgendwo, habe ich den von irgendeiner Tasche, keine Ahnung, von Fenty Beauty Color Lip Gloss, aber ich mache mir den jetzt noch nicht drauf, weil ich erst in 15 Minuten los muss, deswegen mache ich den jetzt noch nicht drauf. Ja, das war's. Das ist mein Make-up jetzt. So sieht's aus. I hope you liked it. Und ja, das ist eigentlich alles so, also das ist jetzt mal, wenn ich mich ein bisschen mehr schminke, aber sonst mache ich eigentlich tagsüber, wenn ich mich schminke, überhaupt nur Wimperntusche und Concealer und das. Und Blush, seit neuem wirklich dieser Blush, ich liebe ihn. Er ist ein bisschen teurer, aber ich finde, der hält echt lang. Und oh, ich sehe gerade, ich muss meinen Akku aufladen. Aber ja, ich ziehe mich jetzt mal eben schnell um und dann kann ich... Ich würde sagen, ich würde euch fragen, was ich anziehen soll, aber das bringt jetzt auch nicht viel. Okay, das ist das Outfit, was ich eigentlich anziehen will. Der Rock, der ist von Hollister. Das Oberteil ist von Zara. Meine Haare weiß ich noch nicht, ob ich die so mache. Aber das Problem ist, es ist nicht so warm draußen. Es sind, glaube ich, nur 23 Grad. Deswegen habe ich überlegt, dass ich dann vielleicht den Blazer darüber anziehen könnte. Aber ich weiß halt auch nicht so, passt das? Ach, ich weiß es nicht. Oder ob ich eine die Hose dazu anziehe. Das wird auch gut aussehen. So, wisst ihr, so. Aber eigentlich will ich nackte Beine, also so, weil die so schön braun sind. Und ich den Rock so gern mag. Und ich denke mir so, wir haben Sommer. Ich ziehe mal kurz den Blazer an. Okay. Oh Leute, ich bin eigentlich obsessed. Ich will jetzt eigentlich Luisa fragen, ob das geht mit dem Outfit, weil sie arbeitet. Aber das wäre halt so ein bisschen schicker. Die Hose wäre dann, also mit dem Oberteil zwar auch schick, aber da weiß ich nicht, welche Jacke ich drüber anziehen soll. Das wären dann schon sehr nackte Arme. Und ja. Alright. Das wird's auf jeden Fall. Ich muss jetzt los. Ich habe meine Haare jetzt irgendwie doch offen gelassen. Ich weiß nicht, nach hinten sieht auch gut aus. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich sie doch nach hinten machen? Ich weiß es nicht. Ich muss mich jetzt beeilen, weil ich muss eigentlich los. Schon denken. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass ich einen Rock... Ja, super. Ja. Das sollte ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass ich einen doch bei der Hose und bei dem Rock geblieben bin. Bei der Rock geblieben bin, anstatt bei der Hose. Weil es so warm ist. Jetzt haben wir doch noch einen Platz draußen bekommen. Und jetzt gehen wir nach draußen. Ich habe noch eine Kugel Eis bestellt. Bin ich im Weg? Nein. Das ist Sesam-Eis. Das ist so lecker. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mag. Aber ich habe es jetzt schon dreimal hier. Das ist so lecker. Noch was trinken wir gegangen jetzt an der La Mer Rutenshop-Bar.
muss ich an TikTok denken. So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Wir haben erst 11:30, aber wir müssen beide morgen früh raus. Ich jetzt auch. Weil ich einem Freund beim Volleyballspiel gucken. Ich werde um 7 Uhr abgeholt, deswegen muss ich um 6 oder 6:45. 6:45. Deswegen muss ich richtig früh aufstehen. Deswegen gehe ich jetzt brav nach Hause und wir gehen nicht mehr feiern. Das verschieben wir dann auf den September, wenn ich wiederkomme. Ja, jetzt machen wir eine lange Pause jetzt hier vom Feiern. Morgen. Oh, es ist viel zu früh. Boah, ich bin fix und fertig. Ich bin so kaputt, einfach und müde. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen und musste um 6 Uhr aufstehen. Aber es war richtig cool. Das war halt außerhalb von Wien irgendwie so 1,5 Stunden. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich außerhalb von Wien gewesen bin. Seitdem ich hier hingezogen bin. Ich war noch nie außerhalb von Wien. So richtig. Aber ja, deswegen ja, habe ich gerade noch eine Bowl gegessen. Und bin jetzt zu Hause und ziehe jetzt Koffer packen durch. Wir haben 6 Uhr. Und ja, ich ziehe jetzt den Rest packen noch durch. Ich habe gerade noch die letzten Geschenke gekauft für meine Gastfamilie. Nämlich ein paar Schokolade und so von hier mit. Und ich habe die Woche bei Depot gestern bei Depot ein paar Sachen gekauft, die ich dir mitbringen will. Eigentlich will ich nur schlafen. Aber ich ziehe es jetzt einfach durch und mache keinen Nap. Ich habe ein bisschen im Auto geschlafen. Ich mache jetzt keinen Nap. Ja. Ups. Wie gesagt, ich ziehe es einfach durch und gehe dann einfach früher schlafen. Und wie guckt mich Dobby an? Der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Dass ich einen Monat weg bin. Willst du mich vermissen? I'm back. Ich trinke gerade einen Smoothie. Und sitze auf der Couch und höre gerade so Musik, bin so richtig in meinem Vibe, freue mich richtig. Und ich gerade so, I forgot something to put in my suitcases. Ich habe einfach mein Neonail-Set, ich wollte das mitnehmen, weil ich meine Nägel, die halten 2 Wochen, wenn es geht, 3. Aber ich bin jetzt über einen Monat weg und nee. Deswegen nehme ich mir die mit, das Paket. Und das ist einfach... Unter diesem schweren Koffer da unten drin in der Couch. Das meine ich mich so hochheben. Und da ist das drin und ich habe eigentlich keinen Platz mehr. Das wollte ich eigentlich nur erzählen. Auf jeden Fall denke ich, dass ich den Vlog an dieser Stelle beenden werde. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen noch mitfilme, weil ich so ultra früh wieder raus muss um 5 Uhr. Aber der nächste Vlog wird sehr wahrscheinlich, ich werde in Deutschland nicht filmen. Sehr wahrscheinlich vielleicht. Vielleicht filme ich in Deutschland mit, aber... Ich glaube eher nicht. Wird der nächste Vlog einfach ein LA-Vlog. Mein Travel-Vlog. So excited. I can't, like... Oh, Leute, ich freue mich so sehr auf meine LA-Vlogs. Und ich hoffe, das wird gut. Ich high expectation an mich selber. So stay tuned. Ich hoffe, euch haben die 2 Tage jetzt gefallen, die ich euch gezeigt habe. Ich freue mich auf meine nächsten Videos. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Danke fürs Zuschauen bis hierhin. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.